1000 Narren haben dort die Straßen und Gassen belagert, voll im Rausch des Frohsinns. Radeburg ist die sächsische Faschingshochburg Nummer 1. Und so brauchte Anja Köbel heute vor allem eines: starke Nerven. Sie ist kampferprobt und sie weiß, was in Radeburg auf sie zukommt. Sachsenspiegel-Moderatorin Anja Köbel. Und weil die kluge Frau vorbaut, wagt sie sich nur schwer bewaffnet ins Getümmel. Naja, was heißt schwer bewaffnet? Das sind die Liebespfeile, wenn eine Stadt schon im zweiten Frühling liegt. Ich finde, da brauchen sie ein bisschen Unterstützung, dass so der Richtige, wer mit wem. Und zweiter Frühling und Kursfreiheit. Genau, und in diesem Sinne denke ich schon, dass ich heute ein paar Treffer landen werde. Auch die Radeburger selbst haben kräftig aufgerüstet, um getreu dem aktuellen Motto, den Frühlingsgefühlen auf die Sprünge zu helfen. Sie schicken ganze Armeen von Käfern, Blumen, Bienen ins Rennen und das junge Gemüse erst. Die Erbsen jedenfalls waren ein echter Hingucker und einfach zum Anbeißen. Super süß. Und ganz gesund. Wir haben aber noch in unserem Alter keinen Zucker. Also, wie jetzt? Wir sind noch unter 40. Ganz offensichtlich ein gefundenes Fressen fürs närrische Volk. Können Sie gleich als erstes küssen. Aufs Stichwort liefen sie denn auch zu Hochform auf, die Männer unter den Radeburger Jecken. Zumindest hatten sie es vor, denn auf den zweiten Blick ließen sie die Hüllen doch nicht gänzlich fallen. Ist nicht Strumpfhäuser. Wir wollen jetzt ja nicht das beste Stück aufregen, oder? Weniger offenherzig, schon eher hochgeschlossen, versuchten andere zu punkten. Diese beiden etwa. Für das Messemännchen und die Hanfpflanze gab es immerhin den Sachsenspiegelpreis für das beste Kostüm. Leicht war die Entscheidung allerdings nicht, bei 80 Umzugsbildern und rund 40.000 Narren in Radeburg. Alles, die ganze Stimmung, alles ist toll. Die Bilder sind schön, die Kostüme, alles, die Stimmung. Ich bin nach Mönch gegangen und komme jedes Jahr wieder hierher. Ex-Funk-Mariechen. Vielleicht ist ja das Geheimnis des Radeburger Karnevals. Hier scheint einfach jeder vom Faschingsvirus infiziert zu sein. Man muss geboren sein. Aber das kann jeder. Denn mit diesem guten Willen klappt alles. Es gibt also noch Hoffnung für alle, die nicht wissen, wie es geht. Und wenn auch Üben nicht hilft, sind da ja immer noch Amors Pfeile.